So, da bin ich wieder. Es kann nicht sein, dass ich hier irgendwie ständig falsch bin. Hier steht aber nichts von Plattner oder so. Na, die Plattner, die gibt's da. Natürlich gibt's die da bei diesem Fischerdorf-Dingens da. So. Wenigstens die Webergilde habe ich schon mal gefunden. Natürlich hier im Salomenser ist dieses Wasserstädtchen. Das ist jetzt schon mal das vergessen. Du bist vermutlich Helena. Herr Sark Malak hat dich bereits angekündigt. Es geht um beschädigte Kleidung, nicht wahr? Dann zeig die guten Stücke doch gleich einmal her. Repariere es bitte schnell. Aber das sind ja... Ich werde in dieser Sache natürlich absolutes Stillschweigen bewahren. Ich hoffe, die geben sie mir auch gleich wieder zurück. Ich will nicht nochmal hier hinkommen. Der werte Herr Sark Malak hat schon viel für unsere Gilde getan. Selbst als er mit seiner privaten Chocobo-Kutsche ganz Eorzea bereiste, hat er uns vor seinem Aufbruch freundlicherweise einen Besuch abgestattet und sich verabschiedet. Ist das nicht gütig von ihm? Momentan geht er den Weg eines Abenteuers. Ja, Abenteuer war es. Meinen Segen soll er haben. Doch ich wünsche... dass er eines Tages doch in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Alles andere wäre ein herber Verlust. Ja, ja. Na, sieh einer an. Jetzt haben wir so lange geplaudert, dass die Ausbesserungsarbeiten bereits abgeschlossen sind. Natürlich kann ich für die Schutzfunktion der Uniform nicht garantieren, doch äußerlich... ist alles wieder tadellos. Am liebsten würde ich mich selbst in Schale werfen und stundenlang vor einem Spiegel betrachten. Mein Bart würde eine formidable Figur in diesen Kleidern abgeben. Doch ich weiß, dass ihr es eilig habt. Also, hier hast du den feinen Zwirn und richte dem werten Herrn Sark Malak bitte meinen treuesten Grüße aus. Ich mach. So, dann müsste ich jetzt so dahin. Na, ich kann ja noch. 42 Teleportationen habe ich noch frei. Es ist draußen dunkel. Das ist krass. So. Und wieso bin ich so scheiß müde? Das nervt. Kaufmannsplatz. Vielleicht kann ich von dort aus zur Plattnergilde. Ich weiß überhaupt nicht, wie das ist. Nein. Vielleicht Gummigilde? Die ist bestimmt in der Nähe. Ja, ich sehe es wenigstens. Die Helme reparieren.
reparieren lassen, das hier kein Problem. Einfach mit dem plaudern. Ich freue mich schon, in der Instanz wieder rum zu wimmern. Oh, hier gibt's eine Mission. Das ist dieses Festival, oder? Tatsächlich. Nehme ich mal an. Da will ich plaudern mit dem. Was habe ich dem jetzt gesagt? Egal. Das muss ich ja noch irgendwann mal abschließen, bevor der Tag kommt, wo ich es nicht mehr abschließen kann. So, und da ist ja auch schon die Klappnergilde. Zack. Der Gildenmeister, die Gildenmeisterin, sorry. Helena nehme ich an. Ich weiß über alles Bescheid. Hast du die beschädigten Helme dabei? Hier sind sie. Voilà, Madame. Aha, verstehe. Das sieht diesem Schlitzohr von Sark Malak ähnlich. Keine Angst. Ich werde natürlich nichts erraten, wenn es gegen die Galea geht. Sitzen wir alle in einem Boot. Sark Malak ist der Sohn eines... Nun aus dem heimlichen Hobby scheint er ernst geworden zu sein. Zu gönnen ist es ihm auf jeden Fall. Und solange er weiterhin Naldik und Vimeli mit seinem Gil beehrt, ist mir sowieso alles egal. Jetzt weiß ich nicht, von wem der abstammt. Egal. So, das hätten wir. Nicht unbedingt kampftauglich, aber optisch machen die Helme wieder einen patenten Eindruck. Richte Sark Malak bitte an meinen freundlichsten Grüße aus. Und viel Glück, was immer ihr auch vorhabt. Und wir haben viel vor. Was mache ich denn da? Na. Madonna. Zack, komm. Na. Und ich spare das Geld, indem ich mich wieder einfach so teleportieren lasse. Oh, ich will noch das ausrüsten, will aber dann nicht. Aber mittlerweile könnte ich eigentlich meine Rüstung, glaube ich, so aussehen lassen wie das. Und konntest du die Ausrüstung reparieren lassen? Wenn die Helme und Uniform fertig sind, zeig es mir bitte. Die beiden haben mal wieder erstklassige Arbeit geleistet. Aber etwas anderes hatte ich auch gar nicht von ihnen erwartet. Mit diesen Verkleidungen werden die Galea uns ganz sicher für die ihrer halten. Es sei denn, ihr knüpft die Uniform falsch. Oder setzt euch die Helme verkehrt herum auf. Aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Hier hast du die guten Stücke wieder. Ich hoffe, ihr erteilt diesen imperialistischen Halunken
eine ordentliche Lektion. Eure Chancen stehen gar nicht mal schlecht, denn ihr Expansionswahn könnte ihnen in diesem Fall zum Verhängnis werden. Wo sie euch einfallen, rekrutieren sie jeden Burschen im wehrhaften Alter für ihre Armee. Ständig tauchen frische Gesichter in den galäischen Reihen auf. Da fallen drei Neuzugänge mehr sicher kaum auf. Es war mir wahrlich eine Ehre, euch in dieser Angelegenheit unterstützen zu können. Wie bitte? Ich soll der Sohn eines rachen Kaufmanns sein? Haha, du schmeichelst mir. Siehst du denn nicht den Staub in meinem Gesicht und die abgewetzten Stiefel? Ich bin ein Abenteurer wie du. Und ich ein einfacher noch dazu. Doch wir verfolgen dieselben Ziele. Und helfen will ich euch nach besten Kräften, so wahr ich hier stehe. Dann können wir ja mal starten, Mission. Magitech-Coup. Ach ja, wir müssen ja noch einen Magitech klauen. Für die Verkleidung wäre also gesorgt. Wunderbar. Dann kann es ja direkt ans Eingemachte gehen. Ich werde dir jetzt meinen Plan für die Kaperung der Magitech-Kampfmaschine darlegen. Es kommt auf jedes Detail an, also pass gut auf. Die meisten Patrouillen im Grenzland des Kastrums sind mit mindestens einer Magitech-Kampfmaschine ausgestattet. Allerdings könnten wir in ihren Zeitplänen keine Regelmäßigkeit erkennen. Und außerdem kommen nur sehr wenige Patrouillen in die Nähe von Geisterzoll. Daran hat auch die Aufstockung von Wachpersonal in der letzten Zeit nichts geändert. Unser Problem, wir können schlecht direkt vor den Toren des Kastrums zuschlagen. Wie gut das auf meinen Scharfsinn Verlass ist. Ich habe schon vor einiger Zeit Gerüchte gestreut, dass Aufständische eine Stürmung des Kastrums. Im Nebelmoor sollten daher mehr Patrouillen als sonst unterwegs sein. Du wirst dich als galäischer Soldat und Soldatin verkleiden, dein Salut abspulen und dann ganz aufgeregt berichten, du hättest ein paar auffällige Gestalten in der Nähe des zerstörten Camps gesichtet, klar? Wenn die Jungs in Alarmbereitschaft sind, kehrst du zur Kristallformation im zerstörten Camp zurück, zündest von oben gut sichtbar ein galäisches Signalfeuer und lockst die Patrouille samt Magitech-Kampfmaschine in unsere Armee. In unsere Arme. Dann können wir in aller Ruhe zuschlagen. Na, das ist das ein Plan oder was? Das galische Rauchsignal habe ich dir selbstredend schon besorgt. Einer der kaiserlichen Schwachköpfe war so freundlich, während seiner Patrouille mit weit geöffneter Tasche einzudösen. Konnte ich einfach nicht widerstehen. Also gut, ich denke, damit hätten wir alles Wesentliche geklärt. Begib dich zum Nebelmoor und leg die nächstbeste Patrouille rein. Den Centurion mit dem galenischen Salut. Das fällt wirklich nicht drauf, ne? Ich hab sonst keine galäischen Rüstungsteile. Ganz ernsthaft. Da hätten die ruhig ein bisschen mehr galäische Sachen uns geben können. Uns fehlt hier die Hälfte. Wir haben gerade mal einen Helm und eine Rüstung. Wenn wir jetzt angegriffen werden, sind wir am Arsch. Was ist denn das? Ich finde die Stadt da vorne geil. Also wie gesagt, das Hauptquartier von denen. Das
ja noch nice. Nein, geh weg! Oh, lass mich in Ruhe! Boah, du willst Stress! Du willst unbedingt Stress, hä? Komm her! Komm, ich will dir was erzählen, Mann! Kaputt! Komm her! Du scheiß Ollen! Ja? Du wolltest ja nicht anders, hä? Also, es geht doch. Es gibt. Was gibt es zu berichten, Soldatin? Was zwielichtige Gestalten in der Nähe des zerstörten Camps sollten die Gerüchte von einem Rebellenangriff am Ende doch wahr sein? Wenn du sie doch mal entdecken solltest, zünde ein augenblicklich eines deiner Rauchsignale. Schnappen wir uns die Aufständischen und zeigen ihnen den Mordonna, was sie sagen hat. Und nun zurück auf deinen Posten. Okay. Ha. Da haben wir schon mal ein paar naive Typen ausgesucht. Na, muss ich jetzt schon wieder da hoch, okay. Ist ja kein Problem. So. Oh, hier gibt's einen Kampf. Oder? Nee, scheinbar doch nicht. Oder doch, doch. Oh, ich werde auf Stufe 50 runtergesetzt. Damit habe ich kein Problem. Ich bin ja 52. Na, das läuft doch wie geschmiert. Dachte, ich greife dir mal ein bisschen unter die Arme. Magitech ist schließlich mein Spezialgebiet. Ha, sieh nur, da kommen sie schon. Und haben auch was Schönes mitgebracht. Was hat das zu bedeuten? Wo sind die Rebellen? Centurio, seht doch! Du selbst gehörst zu den Aufständischen? Man hat uns reingelegt. Männer, lasst sie den Zorn unserer Magitech-Kampfmaschinen spüren. Hey, ich besitze so ein Teil übrigens. Das ist
ihren festen Platz schon fast in einer von diesen gefunden haben. Ich glaube, ich sollte nicht mal nicht mehr machen, ne? Bin was? Warum fehlgeschlagen? Was ist passiert? Ah, Fett ist darauf geklappt. Dieser Pisser! Warum stirbt der? Boah! Ich könnte das Kotzen kriegen. Ich hasse es auf nicht auf meine Kollegen zu verlassen. Mich selbst kann ich ja heilen, aber die nicht. Kann ich. Ja. Auf jeden Fall eine nach dem anderen einsteigen. Das ist doch der Schnitte, das einzige, was übrig geblieben ist. Was wird wir tun? Halt! Oh, der hat mich immer wieder mit mir besser. Halt dich, Sid! Geh aus der Schussbahn, Sid! Jawohl, Sid lebt noch, Alter, aber ganz knapp. Gute Arbeit, Helena. Jetzt haben wir unsere Magitek-Kampfmaschine. Allerdings sieht's so aus, als wären wir etwas zu enthusiastisch gewesen. Das gute Stück hat ganz schön gelitten. Was meint ihr, Big Swatch? Kriegt ihr das wieder hin? Klar, Chef, die Küste qualmt zwar ordentlich, scheint aber keine irreparablen Schäden davon getragen zu haben. Die schnurrt im Handumdrehen wieder, wie ein Kätzchen. Allerdings lassen sich die Beine kaum bewegen. Eventuell hat das Steuermodul was abbekommen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das sind doch für viele härtere Einsätze gebaut. Vielleicht war dieses Modell einfach schlecht gewartet. Nach all der Aufrüstung und Kriegstreiberei würde es mich gar nicht wundern, wenn den Galeeren allmählich das Geld ausgeht. Na, wie auch immer. Ach, Mann! Ich kann es gar nicht erwarten. Pa, du ratzt doch sowieso wieder ein und lässt mich die ganze Arbeit machen. Also gut, du hast es gehört. Wir schaffen den Schnitter zurück nach Geisterzoll und bringen ihn auf Vordermann. Du kannst gerne später mal vorbeischauen. Slavborn von der Abenteuergilde hat uns einen Raum zur Verfügung gestellt, in dem wir ungestört arbeiten können.
Das ist voll der Zwiebelkopf. Das Ding humpelt voll. So, jetzt bin ich wieder 2 Level stärker. Aber ich finde es wenigstens gut, dass hier gesagt wird, du bist jetzt Level so und so. Destiny, da muss man sich erdenken. Lol, wie ich einfach in eine Sackgasse laufe. Alter, wo bin ich? Teile rumlaufen. Ja, greif mich an, du scheißen Nack. Oder bin ich hier zu stark? So, ich sehe, wenn ich mich sogar hervorheben kann. So, absteigen. Hey, Slothborn! Magische Kampfmaschinen haben wir drin vor neugierigen Blicken geschützt. Man kann schließlich nie wissen, wo die Galea überall ihre Augen haben. Willst du rein? Ja. Warum nicht? Kann ja nicht schaden, ne? Ah, da bist du ja. Probleme mit den Galeern gab es hoffentlich keine mehr. Gut, die Magische Kampfmaschine ist soweit auch in Schuss. Nur der Antriebskern will noch nicht so recht. Abix und Wedge kriegen das sicher nur hin. Neue Spielzeuge wirken sich auf die beiden immer ungemein motivationsfördernd aus.